Bitte, Katja, unsere Parteivorsitzende Katja Kipping hat das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, einen wunderschönen guten Morgen. Vor zwei Wochen wussten wir nicht, ob wir ohne Schlauchboot in diesen Saal kommen. Nun ist dieses Gebäude verschont geblieben, aber mitnichten ist es überall so glimpflich ausgegangen. Viele haben in den letzten Wochen ihr Hab und Gut verloren. Es gab schmerzliche Opfer und so manches Unternehmen ist in seiner Existenz gefährdet. Und diese Menschen brauchen jetzt wirklich schnelle und unbürokratische Hilfe. Und auch deswegen hat sich die Linke im Bundestag dafür eingesetzt, dass es einen Hochwasserfonds sofort für 10 Milliarden gibt. Klar ist auch, und das können wir gar nicht oft genug sagen, ohne die vielen Helferinnen und Helfer wären die Schäden noch viel größer ausgefallen. Und deswegen auch noch mal heute ein herzliches Dankeschön, die Helferinnen und Helfer, die jenseits der Kameras sich eingesetzt haben. Sie sind die wahren Heldinnen und Helden. Nur ein kleiner Teil der Schäden, das wissen wir jetzt schon, ist versichert. Und eine Erkenntnis der letzten Tage lautet auch, wir müssen ran an die Versicherungsgesetze. Es kann doch nicht sein, dass sich die Versicherung gerade die Hauseigentümer in risikoreichen Gebieten im Stich lassen. Es kann nicht sein, dass die Versicherungen sich einfach nur die Rosinen rauspicken. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir über das Hochwasser reden, dann müssen wir jetzt natürlich über schnelle Hilfe reden. Aber es geht auch um die Frage, wie können wir in Zukunft solche Schäden vermeiden. Und deswegen sollte für uns die Flut auch ein Anlass sein, daran zu erinnern. Hochwasserschutz. Ja, Klimaschutz, das galt ja lange Zeit als so ein Thema für Körnerfresser, für Ökos. Aber ich finde, die letzten Wochen haben uns auch sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wer beim Hochwasserschutz spart, wer beim Klimaschutz spart, das kommt uns teuer zu stehen. Hochwasserschutz und Klimaschutz sind existenziell für die Menschheit. Ich freue mich sehr, dass ein Parteitag in Dresden stattfindet. Ihr wisst, ich bin hier aufgewachsen. Es ist mein Wahlkreis. Die Lieblingsschaukel meiner Tochter befindet sich auf einem Spielplatz gar nicht weit von hier. Dresden ist eine schöne Stadt, aber sie hat zugegebenermaßen einen konservativen Ruf. Die CDU ist hier stark. Ich kann euch aber versichern, wir sind dabei, das zu ändern. Es tut sich was. Als beispielsweise die Privatisierung der städtischen Krankenhäuser drohte, haben wir ein Bürgerbegehren initiiert. Viele haben sich angeschlossen und wir haben es gewonnen. 80% der Beteiligten stimmten dafür, dass die Krankenhäuser in öffentlicher Hand bleiben. Und wir haben dieses Bürgerbegehren gewonnen gegen Schwarz-Gelb und gegen die örtlichen Grünen. Wenn man dieser Tage über direkte Demokratie spricht, dann muss ich eine Sache auch auf jeden Fall noch mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Berlin, zum erfolgreichen Volksbegehren Energie, zum erfolgreichen Volksbegehren für die Rekommunalisierung der Stromnetze. So zieht man Vattenfall den Stecker. Und ohne den Anteil unserer Partei wären die über 200.000 Unterschriften niemals zusammengekommen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die zeigen, wir als Linke machen den Unterschied. Und genau darauf wird es in den nächsten Wochen ankommen. Wir müssen erklären, wo wir als Linke den Unterschied machen. Was wäre das Land ohne die Linke? Und wenn ich von der Linken spreche, dann meine ich eben nicht nur die Bundestagsfraktion, sondern uns alle. Vom Erhalt des landeseigenen Wohnungsunternehmens in Hessen bis hin zur Einstellung von mehr Lehrerinnen und Lehrern in Brandenburg. Wir, die Linke, wir machen den Unterschied. Es gibt dabei allerdings ein Problem. Viele hören den Parteien nicht mehr zu. Sie glauben, es kann sich eh nichts mehr ändern. Und um eben jene direkt anzusprechen, habe ich vor einigen Wochen eine Kontaktanzeige der besonderen Art aufgegeben. Unter der Überschrift Nichtwählerinnen gesucht, habe ich Dresdnerinnen, die schon seit längerem nicht wählen waren oder der Meinung sind, Wahlen ändern doch nichts, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Einer der ersten, der sich daraufhin bei mir meldete, brachte zum Gespräch einen Stapel Artikel mit.
fein säuberlich markiert. Darin waren viele Beispiele aufgeführt, wie schnell Politiker, Minister, Bundespräsidenten eine hohe Rente bekommen. Und er verglich das mit seiner eigenen niedrigen Rente und das nach vielen Jahren Arbeit. Dieser Mann war empört. Und ich muss sagen, er hat recht mit dieser Empörung. Um nur mal einige Zahlen zu nennen. Die gesetzliche Rente wurde inzwischen so geschwächt, dass eine Lehrerin in Sachsen nach 40 Beitragsjahren noch nicht auf einmal auf eine Rente von 1.500 Euro kommt. Doch wie sieht es bei den Politikern aus? Schon Abgeordnete sind in einer extrem privilegierten Situation. Eine Ministerin hat allein nach 4 Jahren einen Ruhegehaltsanspruch von über 3.800 Euro. Ein Durchschnittsverdiener müsste übrigens für diese Rente 136 Jahre arbeiten. Wer auch nur einige Jahre Bundespräsident war, bekommt einen Sold von 199.000. Nur zum Vergleich, ein Beschäftigter müsste dafür 591 Jahre arbeiten. Ja, liebe Genossen und Genossen, ich will gar nicht der Einheitsrente das Wort reden, aber diese Zahlen machen doch eins deutlich. Auch in der Rente klafft die Schere zwischen oben und unten in einem Maße auseinander, wie es für die Demokratie nicht gut ist. Und da wollen wir mit unserem Rentenkonzept ansetzen. Wir wollen die gesetzliche Rente stärken. Wir wollen eine Mindestrente, weil kein Rentner, keine Rentnerin unter 1.050 Euro fallen sollen. Und ja, wir wollen eine Versicherung für alle, die alle einzahlen, eben auch Beamte, auch Minister, auch Bundespräsidenten und auch Unternehmer. Uns geht es um dreierlei. Wir wollen eine Rente, die den Lebensstandard sichert, die sicher vor Altersarmut schützt und die eben auch die Privilegien einiger weniger hinterfragt, und das zu Recht. Liebe Genossinnen und Genossen, die Krise der Demokratie, das hat auch etwas mit der veränderten Arbeitswelt zu tun. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er sagte, bei Prekarität geht es nicht nur um ökonomische Ausbeutung. Es geht auch um eine neue Herrschaftsform, die unser aller Leben bestimmt. Es geht um Disziplinierung. Ja, wenn die Arbeitszeiten explodieren, wenn befristete Arbeitsverträge keinen Raum für Zukunftsplanung lassen, dann ist kaum noch Raum für Demokratie. Und selbst dort, wo es noch Tarifverträge gibt, nimmt der Druck in einem Maße zu, dass der Mensch schnell auf der Strecke bleibt. Das ist mir deutlich geworden bei einem Gespräch bei einem Beschäftigten in einem Krankenhaus. Die erzählten mir, die Stellen sind knapp bemessen, es sind nur wenige Minuten pro Patienten vorgesehen. Wenn einer wegen Krankheit ausfällt, müssen die anderen mehr wegtragen. Der Dienstplan wird regelmäßig zur Makulatur. Solche Arbeit führt zu Stress, solche Arbeit macht krank, und das kann nicht angehen in einem Krankenhaus. Wenn wir als Linke also für gute Arbeit kämpfen, dann ist das nicht nur der Kampf um höhere Löhne, dann ist das auch der Kampf gegen Personalabbau, gegen Arbeitszeitverdichtung, gegen Überstunden und für Arbeitszeitverkürzung. Ja, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist auch ein Kampf um Verfügungsgewalt. Es geht am Ende um die Verfügungsgewalt über die eigene Lebenszeit. Und Lebenszeit, die ist eine der kostbarsten Ressourcen, denn sie ist definitiv in unser aller Leben endlich. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr werdet euch erinnern, Samstag gehört Papi mir. So hieß es einst auf Plakaten. Nun muss man keine Feministin sein, um zu wissen, wir würden das heute anders formulieren. Wir wollen ja keine Gesellschaft, wo man nur am Wochenende Zeit für die Kinder hat. Und es geht eben nicht nur um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um das mal klar zu sagen. Auch Menschen ohne Kinder haben ein Recht auf Feierabend, haben ein Recht auf Wochenenden. Es geht auch darum, dass jeder und jeder Zeit und Kraft hat, sich politisch einzumischen oder mal ein Buch zu lesen, ins Theater zu gehen. Wenn die Arbeit aber so schlaucht, dass man am Ende des Tages gerade mal noch Kraft für die Zumutung des Fernsehprogramms hat, ja, dann verkommt die politische Einmischung zu einem Privileg für Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker. Wir als Linke, wir haben da ein anderes Demokratieverständnis. Wir wollen Demokratie nicht darauf reduzieren, dass man alle paar Jahre seine Stimme an der Urne abgibt.
wobei Urne ein sehr entlarvender Begriff ist in dem Zusammenhang, als ob es darum ginge, etwas zu beerdigen. Auch wenn es der politische Gegner nicht wahrhaben will, wir sind die Partei der Demokratie. Und ich möchte das mal an drei Beispielen verdeutlichen. Erstens, und hier möchte ich Hans Böckler, den ersten DGB-Vorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg, zitieren. Er sagte: Der politischen Demokratie muss, soll sie nicht ein weiteres Mal zum Nachteil der ganzen Welt missbraucht werden, die wirtschaftliche Demokratie zur Seite gestellt werden. Diese Erkenntnis hat nichts an Aktualität eingebüßt. Und deswegen setzen wir als Linke auf Wirtschaftsdemokratie, denn Demokratie darf nicht an den Werkstoren Halt machen. Zweitens, zur Demokratie gehört auch, dass wir nicht nur formale demokratische Rechte haben, sondern diese auch wahrnehmen können. Wer sich einmischen möchte, muss sich auch die Fahrt zu einer Demonstration oder eine Tageszeitung leisten können. Auf viele in diesem Land trifft das nicht zu. Wer auf Hartz IV angewiesen ist, wer eine Minirente bezieht, der kann sich den Kaffee beim Treffen der Initiative in der Kneipe nebenan nicht leisten. Das ist nicht vorgesehen im Regelsatz. Unser Kampf für eine sanktionsfreie Mindestsicherung ist deswegen auch ein Kampf im Sinne der Demokratie. Drittens. Zu einem wirklichen Rechtsstaat gehört auch, dass nicht nur Reiche ihn sich leisten können. Dass nicht nur Reiche es sich leisten können, vor Gericht um ihre Rechte zu kämpfen. Und deshalb ist so ungeheuerlich, was gerade mit der Prozesskostenhilfe passiert. Ihr habt das ja sicherlich verfolgt. Die Bundesregierung hatte vor, die Prozesskostenhilfe stark zu kürzen. Die Proteste haben erreicht, die Bundesregierung vom Gegenteil zu überzeugen. Doch was passierte dann im Bundesrat? Da waren es die Länder, die einforderten, dass es zur Einsparung bei der Prozesskostenhilfe kommt, und darunter auch alle rot-grün regierten Länder. Ja, rot-grün ist offensichtlich bereit, im Bundestag ein elementares Prinzip des Rechtsstaats auf dem Verhandlungstisch über Finanzierungsfragen zu opfern. Ich finde, das ist ein echtes Armutszeugnis für rot-grün, und ein herzliches Dank ans rot-rote Brandenburg. Sie haben sich für die Prozesskostenhilfe eingesetzt. Bleibt da weiter am Ball, Genossene! Liebe Genossen und Genossen, wir setzen uns dafür ein, dass Grundrechte nicht nur für Reiche, sondern auch für Ärmere gelten. Wir sind der Überzeugung, ein Rechtsstaat, der nur für Reiche gilt, verdient diesen Namen nicht. Und deswegen sind wir die Sozialistische Bürgerrechtspartei. Liebe Genossinnen und Genossen, manchmal sind es ja die alltäglichen Geschichten, die uns besonders nachdrücklich zeigen, wie viel noch zu ändern ist in diesem Land. Zum Beispiel die Schicksale eines jungen Dresdners, der sich vor einigen Tagen an mich wandte und der heute auch bei uns dabei ist als Gast. Herzlich willkommen. Er hat eine Ausbildung als Bürokaufmann absolviert. Aufgrund einer Behinderung hat er bisher nur Arbeit in einer entsprechenden Werkstatt gefunden. Von dem bisschen Geld, was man dort erhält, kommt man nicht über die Runden, weswegen er zusätzlich Sozialleistungen bezieht. Nun ist seine Mutter vor kurzem verstorben. Daraufhin bekam er ein Schreiben der Behörde, und das beginnt mit dem Satz: Wir haben davon Kenntnis erlangt, dass Ihre Mutter verstorben ist. Und dann fragt man ihn, wie viel Geld auf dem Konto seiner Mutter übrig war, fordert ihn auf, die Beerdigungskosten zu belegen. Und ja, ich habe das Schreiben zweimal gelesen, weil ich erst dachte, ich habe es überlesen. In dem ganzen Schreiben gibt es kein einziges Wort des Beileids für den Tod seiner Mutter. Er und sein Bruder haben nun nachgerechnet. 540 Euro bleiben ihm als Erbe von seiner Mutter. Er würde das kleine Erbe gerne verwenden, um sein Zimmer neu zu renovieren. Das wäre bestimmt im Sinne meiner Mutter gewesen, hat er mir gesagt. Doch daraus wird leider nichts. Denn wenn ihm die 540 Euro aufs Konto überwiesen werden, wird es sofort als Einkommen angerechnet und damit direkt von der Grundsicherung abgezogen. Dieses Schreiben entspricht der Gesetzeslage. Sozialleistungen sind nachrangig. Der Beamte, der es verfasst hat, hat alles richtig gemacht, formal. Und doch,
wenn ich an die Geschichte dieses jungen Dresdners denke, wenn ich an das kleine Erbe von 540 Euro denke, wenn ich an das Zimmer denke, das nun nicht neu eingerichtet werden kann, dann fällt mir nur eins ein, wie ungerecht, wie empörend. Wisst ihr, Genossen, ihr kennt das ja vielleicht, manchmal, wenn wir bei schönem Sonnenschein die Wochenenden in Mehrzweckhallen verbringen, wenn wir Flugblätter in Briefkästen stopfen, währenddessen andere im Freibad liegen, wenn mal wieder eine Pressemitteilung von uns nicht gedruckt wird, dann hat sich der eine oder andere bestimmt schon mal gefragt, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Und liebe Genossen und Genossen, zum Beispiel ganz genau deswegen, weil es geltende Rechtslage in diesem Lande ist, dass dem jungen Mann die 500 Euro aus der Tasche gezogen werden, die ihm seine Mutter auf dem Girokonto hinterlassen hat, währenddessen auf der anderen Seite die obersten 1% in diesem Land immer Millionen an ihre Erben vererben. Ja, und weil das nicht die einzige Ungerechtigkeit, deswegen machen wir das, deswegen tun wir es uns an und deswegen braucht es auch die Linke als soziale Alarmanlage in diesem Land. Erfüllen die Funktion einer sozialen Alarmanlage. Wir legen den Finger in die Wunde. Wir machen Druck. Und das mag im Bundestag die anderen schon auch mal nerven. Aber ich meine, einer muss doch für Widerstand sorgen in diesem Land, wenn soziale Rechte in Gefahr sind, wenn die Armut zunimmt. Und die Armut nimmt nun mal zu. Da kann Schwarz-Gelb den Armutsbericht noch so sehr schön. Die sozialpolitische Bilanz von Schwarz-Gelb reicht vom Verhindern des Mindestlohnes zum Kleinrechnen des Hartz-IV-Regelsatzes. Das ist eine schlechte Bilanz. Und der Europakurs der Regierung ist genauso verheerend. Schwarz-Gelb möchte eine Agenda 2010 für Europa. Den Kurs des Sozialabbaus, den Rot-Grün für Deutschland begonnen hat, den möchte Schwarz-Gelb nun ganz Europa aufdrücken. Doch wir wissen, der Kurs des Sozialabbaus, der Lohnkürzung führt uns nicht raus aus der Krise, sondern rein. Schwarz-Gelb möchte uns einreden, es sind die Steuerzahlenden in Deutschland, die für die Schulden der Griechen und Spanier aufkommen. Wir aber wissen, das ist kein Konflikt zwischen unterschiedlichen Nationen. Das ist immer noch ein Konflikt zwischen oben und unten. Denn die Krankenschwester in Athen, die unter schweren Bedingungen arbeitet für ein immer kleiner werdendes Gehalt, die bekommt von diesen Rettungspaketen eben nichts zu sehen. Dann davon profitieren nicht die Millionen Menschen, sondern die Banken und die Millionäre. Und deswegen hat die Linke immer wieder Nein gesagt zu diesen Bankenrettungspaketen. Und darauf bin ich stolz. Nun gibt es auch in unserer Partei eine Debatte über die Zukunft des Euros und ich finde, die sachliche Art, wie wir die bisher geführt haben im Großen und Ganzen, die schmückt uns. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben. Und ich bin froh, dass der Parteivorstand nach einer gründlichen Debatte dem Vorschlag von Bernd Rixinger und mir gefolgt ist, dass wir uns auf Folgendes verständigen. Die Linke ist nicht für den Austritt aus dem Euro. Wir wollen kein Zurück zur D-Mark, wir wollen kein Zurück zum nationalen Tellerrand. Es ist vielmehr der Kurs der Austerität, der Kurs der Sozialkürzung, der Kurs von Troika, Merkel und Co., der den Euro gefährdet. Die wahre Gefahr für den Euro geht nicht von einer Debatte der Linken aus, sondern die Gefahr für den Euro geht vom Kurs von Merkel und Troika aus. In Karlsruhe haben wir deswegen nicht gegen den Euro geklagt, sondern für ein sozialeres Europa. Und ich meine ein soziales Europa. Mindestlöhne, Mindestrenten, Mindestsicherung und eine ordentliche Millionärsbesteuerung europaweit, das wäre die beste Bestandsgarantie für den Euro, den es geben kann. Liebe Genossinnen und Genossen, an der Politik von Angela Merkel gibt es nun wahrlich viel zu kritisieren. Manche Vorwürfe sind aber so schlecht,
dass man selbst Angela Merkel davon Schutz nehmen kann, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber die Debatte um ihre FDJ-Vergangenheit hat mich dann doch auf den Plan gerufen. Ich fand das schon bezeichnend, wie Menschen, die offensichtlich sehr wenig Ahnung von Ostbiografien haben, sich da auf einmal aufschwingen, Urteile zu fällen. Okay, Angela Merkel war verantwortlich für Agitation und Propaganda. Agitation und Propaganda, das klingt für unsere Ohren heute sehr mächtig und bedeutungsschwanger. Ich kann nur sagen, in der DDR war das jetzt eher so in der dritten Reihe, nicht in der ersten Reihe. Was ich in diesem Zusammenhang aber kritisiere ist, ja, ich weiß, es gibt da so Berichte übers Zeitungsartikel ausschneiden und an die Wand heften etc. All denjenigen, die anwesend sind und früher dafür zuständig waren, wollte ich damit auf keinen Fall zu nahe getreten sein, ja. Die waren immer wichtig, Anwesende waren immer wichtig, ist vollkommen klar. Was ich in diesem Zusammenhang aber an Angela Merkel kritisiere, ist, dass, obwohl sie aus dem Osten kommt, sie faktisch keine Ostkompetenz zeigt. Sie hat ihr Wahlversprechen, die Ostrenten anzugleichen, gebrochen. Immer wenn es darauf ankommt, etwas für den Osten zu tun, versagt die Regierung Merkel. Die CDU ist deswegen die Partei des regionalen Chauvinismus. Wir als Linke aber sind die Partei der sozialen und der regionalen Gerechtigkeit. Übrigens, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, ich weiß jetzt nicht, wer den Namen kennt, ich muss den nachschauen, Berger heißt er, wurde bei der Listenaufstellung seiner Partei abgestraft wegen mangelnder Leistung. Ich glaube, zu Recht. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, Bernd und ich haben immer gesagt, bei einer Regierung, die Nein zu Krieg sagt, die für Mindestlöhne, Mindestsicherung sorgt, sich für gute Arbeit und gute Rente einsetzt und das alles durch eine ordentliche Besteuerung der Millionäre finanziert, wären wir sofort dabei. Nun hat die SPD und die Grünen jegliche Zusammenarbeit mit uns ausgeschlossen. Aber mit der Union gibt es keine höhere Reichensteuer. Mit der FDP kein Mindestlohn. Und mit den Grünen wird es kein Abrücken von der Rente erst ab 67 geben. Insofern stellt sich doch die Frage, wie glaubwürdig ist überhaupt der rhetorische Linksschwenk der SPD? Und das wissen wir doch von Rot-Grün. Entscheidend ist bei denen nicht, was auf dem Papier steht. Entscheidend ist, was nach dem Wahltag passiert. Meine Steinbrück beruhigt beim Dinner schon mal die Unternehmen. Nichts werde so heiß gegessen wie auf dem Parteitag gekocht. In Baden-Württemberg läuft Kretschmann rum und entschuldigt sich bei Unternehmensverbänden für die Beschlüsse seiner Partei. Das ist doch bezeichnend. Und wusstet ihr, dass Schwarz-Grün in den Umfragen gerade nach der Großen Koalition die stabilste Zweiervariante ist, mit einer satten Mehrheit im Gegensatz zu Rot-Grün und im Gegensatz zu Schwarz-Gelb? Vor diesem Hintergrund wird ja auch verständlich, warum die Grünen diese Koalition, diese Option nicht ausschließen. Das ist ganz klar. Sie wollen sich die Option Grün-Schwarz noch offen halten. Ich meine, in Frankfurt am Main ist Schwarz-Grün längst Realität. Da werden besetzte Häuser, Kulturprojekte geräumt und das alles unter Duldung der Grünen. Die Gefahr ist also mehr als real. Wer Grün wählt, hält am Ende die CDU an der Macht. Man sollte sich also gut überlegen, ob man bei den Grünen sein Kreuz macht. Die Grünen waren einst Teil der Friedensbewegung. Heute sind sie besonders eifrig beim Begründen von Kriegseinsätzen. Man wundert sich ja nur noch. Währenddessen Außenminister Westerwelle besonnen im Libyen-Konflikt reagiert, fordern die Grünen einen Kriegseinsatz. Also ich finde, beim Farbwechsel von Grün zu Olivgrün kann man ja nur froh sein, dass keiner von denen den Außenminister stellt. Und ich finde, gerade weil mir die Menschenrechte so wichtig sind, finde ich, eins darf man den Grünen nicht durchgehen lassen. Ein Kriegseinsatz mit Menschenrechten zu begründen. Bei diesen Kriegen geht es doch nicht um Menschenrechte. Da geht es um handfeste ökonomische und geostrategische Interessen. Krieg ist eine auf Dauer gestellte Menschenrechtsverletzung. Und dazu sagen wir Nein. Und wenn man sich jetzt die Nachrichten
Bezug auf Syrien anhört, so erinnert das doch sehr an ein Drehbuch, was schon mal abgespielt wurde, vor dem Irakkrieg. Und ihr erinnert euch, das war am Ende ein Film ohne Happy End. Liebe Genossinnen und Genossen, nun haben SPD und Grüne ihre Beschlüsse zur Steuerpolitik sehr wirksam in Szene gesetzt. Und bei dem Geplänkel mit der IHK ist ganz untergegangen, dass sie ja nur einen Teil der Steuergeschenke zurücknehmen, die sie in ihrer Regierungszeit gegenüber Einkommensmillionären gemacht haben. Unser Steuerkonzept hingegen ist nicht nur konsequenter, sondern es ist auch anders. Denn wir wollen den Mittelstandsbauch abschaffen. Wir wollen, dass alle mit einem monatlichen Einkommen bis zu 6.000 Euro besser gestellt werden. Ja, liebe Leute, das muss ich rumsprechen. Wir als Linke wollen nicht nur Armut verhindern, wir wollen auch die Mitte entlasten. Zur Kasse beten hingegen wollen wir Millionäre, Finanzspekulateure und Konzerne. Ja, wir wollen die Superreichen zur Kasse bitten. Und dafür stehen wir gelegentlich am Pranger. In Talkshows werden deswegen auch gelegentlich schwere Geschütze gegen uns aufgefahren. Jeder hat da so ihre eigene Taktik. Es lohnt sich, diese Taktiken zu studieren und auch mal zu benennen. Man kann sie auch studieren an der Günther-Jauch-Sendung, bei der ich mit Uli Hoeneß diskutieren musste. Es ging um Reichtumsbesteuerung, das ist schon ein paar Monate her, und Uli Hoeneß sollte den Gegenpart zu mir geben. Dafür wurde er mit einem äußerst charmanten Film eingeführt. Man beschrieb ihn als jung aus einfachen Verhältnissen, der es an die Spitze geschafft hat, seine Wurzeln nie vergessen hat und fleißig spendet. Wer ihm widersprach, widersprach damit nicht nur einem Mann, der was vom Fußball versteht, und das will in diesem Land echt was heißen, sondern auch noch einem Mann mit einem Heiligenschein. Und so moralisch aufgewertet zog er dann munter gegen die Millionärssteuer zu Felde und jede seiner Attacken strahlte quasi im Glanze seines Heiligenscheins. Inzwischen wissen wir, auch in puncto Steuerbetrug, in puncto Steuerflucht ist Uli Hoeneß ein Mann der Praxis. Er wusste, wovon er spricht, als er von Steuerflucht sprach. Die Linke hingegen hat schon immer gesagt, jeder Euro, der am Fiskus vorbeigeschmuggelt wird, fehlt. Er fehlt, um Kitas zu schaffen, um Barrierefreiheit zu schaffen. Er fehlt für den wirklich notwendigen Hochwasserschutz. Und deswegen ist Steuerbetrug keine besondere Trendsportart für Reiche, sondern eine Straftat. Und diese Straftat gehört auch ordentlich verfolgt. Die Auseinandersetzung mit Hoeneß hat mich in einem bestärkt. Als Linke müssen wir uns gelegentlich mit schwergewichtigen Gegnern anlegen, manchmal auch mit dem Zeitgeist. Nur so können wir ihn ändern. Zur Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist gehört auch, dass wir Begriffe hinterfragen, denn die Verdrehung der Tatsachen durch den Neoliberalismus ist eine große. Wer seine Arbeitskraft einsetzt, der Mehrwert schafft, der gilt als Arbeitnehmer, also jemand, der was nimmt. Dabei müsste es eigentlich, finde ich, Arbeitskraftgeber oder Geberin heißen. Leistung ist übrigens auch so ein spannender Begriff. Ja, ist von Leistungsträgern die Rede, sind oft Menschen gemeint, die schwer an ihren Millionen tragen. Aber basiert denn wirklich jedes hohe Einkommen auf der entsprechenden Leistung? Der Vorstandsvorsitzende des Pharmakonzerns Bayer bekommt das 91-fache eines Krankenpflegers mit Nachtschichten. Das 91-fache. Kann man das 91-fache eines Krankenpflegers mit Nachtschichten leisten? Ich meine nein. Wenn wir also über sittenwidrige Löhne und Einkommen reden, dann gibt es für uns nicht nur eine Schamgrenze nach unten, sondern ich finde, es gibt auch eine Schamgrenze nach oben. Und deswegen fragen wir zu Recht, braucht es mehr als das 40-fache des gesellschaftlichen Minimums? Liebe Genossinnen und Genossen, vor 150 Jahren gründete sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Für mich war das ein Anlass nachzulesen bei Wilhelm Liebknecht, einem der Gründer und couragierten Antimilitaristen. Er sagte 1891 auf einem Arbeiterkongress in Brüssel: Im Krieg schweigt die Vernunft und die Humanität verhüllt ihr Haupt. Im Krieg verhüllt die Humanität ihr Haupt.
An diesem Satz sollten wir die SPD erinnern, wenn mal wieder Kriegseinsätze im Bundestag zur Abstimmung stehen. Die SPD nun nahm dieses Ereignis zum Anlass für eine pompöse Feier mit großem Orchester. Dass es dort allein um Selbstlob ging, war zu erwarten. Was mich aber dann richtig aufgebracht hat, waren die Ausführungen zur Geschichte. Wiederholt hat die SPD dort unterstrichen, dass 1933 die Sozialdemokraten die einzigen waren, die im Reichstag gegen die Ermächtigungsgesetze gestimmt haben. Kein Wort, kein Hinweis darauf, dass die Kommunisten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr abstimmen konnten, weil sie von den Nazis ausgesperrt aus dem Reichstag oder schon eingesperrt in KZs waren. Wenn man sich selbst als einzigen Vertreter des antifaschistischen Widerstandes bezeichnet, dann ist das Verschweigen der Kommunisten ein bewusstes Auslassen. Und ich finde, wer so bewusst wichtige Teile des antifaschistischen Widerstandes auslässt, der vertritt seinen Alleinvertretungsanspruch auf höchst unredliche Art und Weise. Übrigens, während der gesamten Veranstaltung fiel kein einziges selbstkritisches Wort zum beständigen Abnicken der Bankenrettungspläne durch die SPD. Stattdessen, als hätten sie damit nichts zu tun, prangerte Sigmar Gabriel forsch an, dass so viele Milliarden für die Bankenrettung ausgegeben werden. Also ich finde, diese Fähigkeit zur Selbstverdrängung, die muss man erst mal haben. Und auch deswegen stand für mich danach fest, die würdige Reform an der Tradition der Arbeiterinnenbewegung anzuknüpfen. Ja, wenn man so will, die bessere Geburtstagsparty fand nicht bei der 150-Jahr-Feier der SPD statt, sondern in Frankfurt bei den Blockupy-Protesten, wo Zehntausende auf die Straße gingen, um die Demokratie gegen entfesselte Finanzmärkte zu verteidigen. Traditionspflege, die nicht das Weiterreichen von Asche ist, sondern dort ging es um das Weiterreichen der Glut. Und ihr habt es sicherlich verfolgt, wie die Polizei gegen die genehmigte Blockupy-Demo vorgegangen ist. Und ich kann aus eigenem Erleben nur den Eindruck bestätigen, die Einkesselung war von Anfang an von der Polizei geplant. Noch kurz vor der Räumung bin ich nach Rücksprache mit der Demoleitung noch mal selber zum Einsatzleiter gegangen und habe bei ihm für den Kompromiss geworben. Die Demo war bereit, zurückzugehen, auf ihre genehmigte Route zu verzichten, nur 800 Meter zurückzugehen, um sie dort zu beenden. Man war bereit, gegenüber den Demo-Teilnehmern durchzusetzen, dass alle von der Polizei beanstandeten Gegenstände abgegeben werden. Dazu gehörten übrigens auch pinke Sonnenschirme und Regenschirme und Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob es gerade einen Sonnenbrillenengpass bei der Polizei gab. Wie auch immer, wir waren zu all diesen Dingen bereit. Und wie lautete die Erwiderung des Einsatzleiters? Es gibt keine Kompromisse, es gibt keine Verhandlungen. Wer so redet, der hat von oben die klare Order zu eskalieren. Und wer immer diese Order erteilte, er trat an diesem Tag in Frankfurt die Demonstrationsfreiheit mit Füßen. Wäre die Polizei kompromissbereit gewesen, wäre uns allen viel erspart geblieben, zum Beispiel Hunderte von verletzten Demonstrierenden. Wir beschweren uns ja gelegentlich über die Medien. Aber ich finde, an dieser Stelle müssen wir mal ein Riesendankeschön an die vielen Medienvertreterinnen und Vertreter aussprechen, die dort ausgeharrt haben. Das war unter schwierigen Bedingungen. Mehrere Journalisten sind von der Polizei mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Journalisten, die dort waren, haben nicht nur die Pressefreiheit verteidigt, sondern sie haben zur Aufklärung beigetragen. Ein herzliches Dankeschön. Doch Blockupy 2013, das ist eben nicht nur eine Geschichte der Polizeirepression,
Das ist auch eine Geschichte der Solidarisierung. Die Polizei wollte die Demo spalten, aber alle Beteiligten standen zusammen. Vom Fluglärmgegner bis hin zum feministischen Care-Mob. Vom IG Metall-Mitglied bis zur interventionistischen Linken. Von Attac bis hin zur Linkspartei, alle hielten zusammen. Ja, bei Blockupy zeigte sich die Mosaiklinke oder, um mit Michael Hart und Toni Negri zu sprechen, die Multitude in ihrer Breite und Vielfalt. Wir waren ein Teil davon. Und die Freude über dieses breite Bündnis kann kein Polizeieinsatz der Welt zerstören. Ja, liebe Verantwortlichen im schwarzen Innenministerium Hessen, da hilft euch auch kein Pfefferspray. Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für die Linke. Wir sind verstärkt mit Inhalten ins Gespräch gekommen. Wir wissen, was den Kern unseres Wirs ausmacht. Wir sind unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte. Wir sind konsequent für soziale Rechte und gute Arbeit. Wir sind beharrlich für die Interessen der Ostdeutschen und wir sind couragiert bei der Besteuerung von Millionären und Konzernen. Da nun in letzter Zeit wenige Artikel über Zoff bei der Linken erschienen, muss ich dann doch mal ein bisschen Transparenz herstellen. Es gibt in der Tat eine Frage, wo ein tiefer Riss durch die Parteiführung geht. Ich getraue es mir ja kaum auszusprechen, aber es gibt Genossen, die setzen konsequent auf Rot, auch beim Fußball. Also auf den FC Bayern. Ich oute hier niemanden, muss jeder selber entscheiden, ob er sich outen möchte. Ich finde jedoch, Fußball ist auch eine Frage des Klassenstandpunktes und das heißt eben immer auf das Team zu setzen, was Bayern dicht auf den Fersen ist und das heißt halt in dem Fall auf Dortmund zu setzen. Ja, okay, ich gestehe, beim Fußball, aber wirklich nur beim Fußball setze ich auf Schwarz-Gelb und da wir hier in Dresden tagen, erlaube ich mir mal anzumerken, das gilt auch für die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch an Dynamo Dresden zum Klassenerhalt, das war ja verdammt knapp. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, wir haben jetzt eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, wir sollten die nutzen, deswegen schlagen wir eine Aktionswoche vor, 100% sozial, 100% vor Ort, sorgt mit dafür, dass wir in der nächsten Woche an vielen Orten sichtbar und ansprechbar sind. Und noch etwas, es gibt ein bundesweites Netzwerk von Wahlkampfaktiven, das Linksaktiv. Dort mitzumachen ist ganz einfach, es gibt hier einen Infostand, aber man kann natürlich auch das Ganze im Internet, sich im Internet anmelden unter www.linksaktiv2013.de. Im Übrigen ist es auch wichtig, um die Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit zu unterstützen. Die so aktivierten Wahlkämpfen bekommen dann schnell Infos rund um den Wahlkampf. Also macht mit und fragt auch Leute, die noch nicht bei uns Mitglied sind, aber vielleicht interessiert sind, ob sie nicht mitmachen wollen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind 2009 angetreten mit dem Slogan: Je stärker die Linke, desto sozialer das Land. Nun haben die anderen Parteien im Bundestag viele unserer Vorschläge fast alle blockiert. Aber wir haben trotzdem was vorzuweisen. Wir haben Missstände benannt. Wir haben Alternativen aufgezeigt und wir haben die anderen unter Zugzwang gesetzt. Heute erleben wir, wie unsere politischen Mitbewerber wieder sozialer reden. Wir werden das als einen ersten Erfolg. Aber eine sozialere Rhetorik, das wissen wir von Rot-Grün, ist noch lange keine sozialere Politik. Damit der Mindestlohn wirklich kommt, damit es wirklich eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine Mindestrente von 1050 Euro gibt, damit die Rente wieder mit 65 beginnen kann, damit Wohnen und Strom bezahlbar bleiben, damit Arbeitszeitverkürzung vorankommt, damit unsichere Jobs durch gute ersetzt werden, damit endlich Schluss ist mit der Diskriminierung des Ostens in der Rente, damit Millionäre und Konzerne couragiert zur Kasse gebeten werden, zum Beispiel für Kitas und Barrierefreiheit, damit es keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern eine Gesundheitsversicherung für alle gibt und ja, damit Rüstungsexporte und Auslandseinsätze gestoppt werden. Für all das und noch viel mehr braucht es weiterhin eine starke Linke im Bundestag, denn nur eine starke Linke ist letztlich die Garantie dafür, dass den sozialen Worten auch sozialere Taten folgen. Also ziehen wir in den Wahlkampf 100% sozial. Danke. Applaus